Heute geht's nach Japan. Mit einer großen Kreuzung. Machiko. Und ihrem Bruder Riku. Spaß im Kindergarten. Ein Mittagessen zum Mitnehmen. Mit Lisa und Knöpfchen. Und mit dem Elefanten. Was ist das? Das ist Knöpfchen, der mit Stäbchen ist. Ja, genau. Das muss ich aber noch ein bisschen üben. Übrigens, in Japan essen alle mit Stäbchen. Und um Japan geht es heute. Machiko lebt in Japan und zeigt euch gleich, wie es da so aussieht. Tanosinde. Das war japanisch und heißt viel Spaß. Das ist Tokio, die größte Stadt in Japan. Hier wohne ich. Und das bin ich. Ich heiße Machiko und bin 5 Jahre alt. Tada! Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mir immer zuerst meine Schuhe aus. Das machen wir alle so in Japan. Das ist meine Mama. Sie macht Frühstück für mich und meinen großen Bruder. Der heißt Riku und ist schon fast 9 Jahre alt. Wir essen morgens Toast. Das kennt ihr in Deutschland ja auch. Dazu gibt's Joghurt. Riku muss sich beeilen, weil er gleich in die Schule muss. Ich helfe Mama und räume den Tisch ab. Dann muss Riku los. Viel Spaß! Mama bereitet mein Mittagessen für den Kindergarten vor. Gebratene Würstchen mit Ketchup. Lecker! Dazu gibt es so eine Rolle, die heißt Chikuwa und wird in Stücke geschnitten. Dabei hilft mir Mama. Sieht ein bisschen aus wie Sushi. Das kennt ihr vielleicht. So eine Krabbe mag ich besonders gerne. Mit Soße. Und Brokkoli. In Japan nennt man das Bento. Essen zum Mitnehmen. Auf dem Deckel steht mein Name in Schriftzeichen. Machiko. Meine pinken Glitzer-Essstäbchen gehören auch immer dazu. Dann wird um die Box noch eine Stoffserviette gewickelt. Das sieht schön aus und ist sehr praktisch. Da ist Papa.
Er hat sich fertig gemacht und bringt mich jetzt in den Kindergarten. Und wie es da so aussieht, das zeige ich euch gleich. Das ist das Haus, in dem wir wohnen. Und da bin ich wieder. Mein Papa bringt mich in den Kindergarten. Mit dem Fahrrad. Dicke Mäuse. In Tokio fahren ganz viele Leute mit dem Fahrrad. So einen runden Hut tragen viele Kindergartenkinder in Japan, damit uns jeder sofort erkennt. Was mein Papa da gesagt hat, Ohayo, das heißt Guten Morgen auf Japanisch. Alle Kinder und Eltern treffen sich vor dem Kindergarten und begrüßen sich. Auch im Kindergarten muss man die Schuhe ausziehen. So wie immer, bevor man in einen Raum geht. Drin tragen wir Hausschuhe. Zuerst wird gespielt. Dann machen wir einen Stuhlkreis. Unsere Sensei begrüßt uns. Sensei heißt Lehrerin oder Meisterin. So nennen wir unsere Erzieherin. Hi heißt ja. So werden wir aufgerufen, ob wir alle da sind. Schuhe wieder an. Jetzt spielen wir draußen auf dem Hof. Das ist Mana, meine beste Freundin. Mit der spiele ich gerne im Baumhaus. Vielleicht schaffe ich ja heute endlich diese Rückwärtsrolle. Oh, gar nicht so leicht. Geschafft! Nach dem Spielen räumen wir alle zusammen auf. Jedes Teil hat seinen Platz. Dann waschen wir uns die Hände. Und wer keine Schuhe anhatte, wäscht sich auch die Füße. Und was noch im Kindergarten passiert, das zeige ich euch gleich. Zeit im Kindergarten. Wir haben es uns auf dem Boden gemütlich gemacht. Und die Sensei liest uns vor. Achtung, Alarm! Das ist eine Erdbebenübung. Die machen wir, weil in Japan die Erde oft bebt. Deshalb üben wir mehrmals im Jahr. Thank you.
Die Sensei holt dicke Kapuzen, die unsere Köpfe schützen sollen. Jeder von uns bekommt eine und soll sie alleine anziehen. Dann gehen wir zusammen raus, wo sich alle Gruppen im Hof treffen. Der Leiter des Kindergartens zählt nochmal alles auf, was wir beachten müssen. Dann ist die Übung vorbei und wir geben die Kapuzen wieder ab. Tee trinken wir auch hier beim Mittagessen. Heute bin ich dran mit Verteilen. Dann packe ich meine Bento aus. Alle Kinder haben eine. Jede ist anders gefüllt. Manche mit Nudeln, manche mit Reis. Alle haben viele verschiedene Sachen drin. Auch unsere Sensei hat eine. Danach packt jeder seine Sachen wieder zusammen. Zum Schluss singen wir noch ein Lied. Was ich am Nachmittag mache, das seht ihr gleich. Schaut mal! Jetzt habe ich's raus. Ui, das machst du ja prima. Hab ja auch die ganze Zeit geübt. Aber jetzt ist endlich Zeit für... Für was denn? Na, für die Halbzeit. Ah, richtig. Mitte der Sendung. Wieder. Am Nachmittag gehen wir in die Stadt. Mama, Riku und ich. So sehen hier die Ampeldrücker aus.
Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich mir heute etwas kaufen darf. Hier gibt es sehr viele schöne Sachen. Ich kann mich fast nicht entscheiden. Aber diese Ohrringe gefallen mir sehr. Und nach dem Bezahlen darf ich sie gleich anziehen. Mama hilft mir dabei. Schön. Sehr schön. Die sind ja niedlich. Rico und ich laufen vor. Wir wollen zu einem Ort, wo man mit Kreide auf die Straße malen kann. Ich male eine Blume. Schaut mal, meine Finger. Dann gehen wir weiter. Am Tempel vorbei. Solche Tempel gibt es ganz viele in Tokio. Das sind heilige Orte. Im Park gibt es noch was ganz Tolles. Kakigori. Das ist Eis. Man kann sich seine Lieblingsfarben aussuchen und über das Eis schütten. Das sieht sehr schön aus und schmeckt total gut. Zum Schluss wollen wir noch nach ganz oben in dieses Hochhaus. Da war ich noch nie. Und von da soll man einen tollen Ausblick haben. Wir fahren mit dem Aufzug hoch bis in den 26. Stock. Puh, das ist wirklich sehr, sehr hoch. Und es stimmt. Von hier kann man über die ganze Stadt sehen. Ob ich unser Haus finden kann? Da muss ich aber suchen. Schaut mal, ganz da hinten, neben dem Park. Da wohnen wir. Und was wir am Abend machen, das zeige ich euch gleich. Ich wollte euch ja zeigen, was wir am Abend machen. Rico muss Hausaufgaben machen. In Japan gibt es verschiedene Schriften. Rico übt Kanji. Das ist ziemlich schwierig. Ich übe Hiragana. Das ist etwas einfacher. Mama hilft mir trotzdem. Ich schreibe meinen Namen von oben nach unten. Für jede Silbe ein Zeichen. Ma. Chi. Ko. Und weil ich das so gut gemacht habe, bekomme ich von Mama einen Stempel. Danach machen wir das Abendessen. Damit ich mich nicht schneide, trage ich einen Schutzhandschuh. Das wird der Salat. Ganz fein geschnitten. Beim Tofu darf ich schon ganz alleine mit einem sehr scharfen Messer schneiden.
Dann rühre ich Soße an. Die gehört zum Fleisch. Mama füllt die Teller mit Salat und Kartoffelpüree. Alles soll schön aussehen. Das heißt, es soll gut schmecken. Hier bei uns in Japan gibt es immer viele kleine unterschiedliche Gerichte. Von jedem isst man ein bisschen. Fleisch mit Soße. Reis mit Gemüse und Salat. Suppe mit Tofu gibt es fast immer. Das heißt, es hat gut geschmeckt. Mmm, das riecht gut. Das ist der Nachtisch, so eine Art Wackelpudding. Aber jetzt müssen wir uns verabschieden. Sayonara. Das heißt, auf Wiedersehen auf Japanisch. Dein Freund, der Elefant, hilft dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön, bunt wie eine Tüte Bonbons. Lass uns auf die Reise gehen. Mach mal deine Augen auf, es gibt so viel zu sehen. Voll in jede Pfütze rein, erst dann kann's weitergehen. Steck mal deinen Rüssel ganz tief in die Schüssel rein. Quatsch mit Soße sein. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön. Dein Freund, der Elefant, hilft dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön. Bunt wie eine Tüte Bonbons. Lass uns auf die Reise gehen. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön. Und wenn du morgen aufstehst, gibt's ein Wiedersehen.